Da freue ich mich wahnsinnig drauf, dass wir Irene Becker gewinnen konnten zum Thema Regelsatzberechnung und das vielleicht auch so ein bisschen in dem Licht der anstehenden Reformen, die wir jetzt auch schon angedeutet haben, also Bürgergeld, Kindergrundsicherung, die stehen und fallen ja so ein bisschen mit der Frage, wie viel Leistung gibt es eigentlich, wie viel monetäre Leistung. Und ich glaube, zu diesem Punkt könnte man niemand Besseren gewinnen als Dr. Irene Becker, die sich seit Jahrzehnten schon damit auseinandersetzt und immer sehr kluge und empirisch äußerst fundierte Sachen macht zum Thema Verteilung, Einkommen, Armut, Reichtum und eben auch zum Thema Grundsicherung, zum Thema Regelsatz. Und da freue ich mich sehr, dass wir jetzt von ihr einen Beitrag haben. Das wird etwa 20 Minuten Vortrag sein und dann haben wir sicher noch ausreichend Zeit hier für Fragen. Gut, vielen Dank und viel Spaß mit dem ersten inhaltlichen Referat. Vielen Dank, Dorothee Spannagel, für die sehr freundliche Begrüßung. Vielen Dank auch Florian Blank und Frau Kohlrausch für die Einführung. Da kann ich mich jetzt ganz kurz halten. Es wurde ja schon gesagt, wir beschäftigen uns nun zunächst mal mit der Grundsicherung im engeren Sinne. Das ist im Prinzip ja ein altes Thema. Es ist ein altes Thema, ein leidiges Thema fast schon. Hat aber jetzt wieder eine erhöhte Aktualität bekommen. Herr Blank hat es auch schon erwähnt, im Koalitionsvertrag ist ein bisschen was gesagt zum Thema Kindergrundsicherung. Wird gesagt, es sollte ein neu zu definierendes soziokulturelles Existenzminimum geben. Immerhin, in puncto Bürgergeld ist es sehr viel vager, was im Koalitionsvertrag steht. Aber immerhin hat Herr Heil vor kurzem sich dahingehend geäußert, dass das auch das Bürgergeld, also der Regelbedarf für Erwachsene, höher ausfallen solle. Insgesamt ist die Aussage von ihm aber eher irritierend und nebulös. Da kommen wir vielleicht später nochmal. Und ich denke, diese unzureichende Grundsicherung vom Niveau her hat auch eine besondere Aktualität durch die pandemiebedingten Mehrbedarfe und die jetzt doch sehr stark anziehende Inflation. Wir beginnen mal mit einigen inhaltlichen und methodischen Grundlagen. Worum geht es eigentlich? Es geht jetzt also, wie gesagt, nur um den monetären Bedarf zur Sicherung des soziokulturellen Existenzminimums. Alles andere, was auch noch zum Existenzminimum gehört, bleibt jetzt erstmal außen vor. Es ist ein soziokulturelles Existenzminimum und deswegen muss es von der Methode her irgendwie angedockt sein an gesellschaftliche Ressourcen, Rahmenbedingungen und aber auch Anforderungen jedes Einzelnen, die der Sozialstaat oder die Gesellschaft ja an ihn stellt. Das heißt, es muss irgendeine Bezugnahme auf den üblichen oder den normalen Lebensstandard stattfinden. Es geht immerhin um ein Menschenrecht laut UN-Sozialpakt und um den Schutz der Menschenwürde laut Bundesverfassungsgericht. Und damit hat das Lohnabstandsgebot bei der Bemessung des Grundsicherungsniveaus nichts mehr verloren, denn das ist ein sehr nachrangiges Ziel gegenüber dem Schutz der Menschenwürde. Jetzt kommt die Gretchenfrage, wie kann man das berechnen? Und da ist die Grundidee halt, dass man die durchschnittlichen Konsumausgaben unterer Einkommensgruppen, die in bescheidenen Verhältnissen leben, sozusagen als Indikator für das Existenzminimum ansieht. Und damit wären wir bei diesem sogenannten Statistikmodell. Da wird ein Mindestbudget ermittelt, also kein Mindestwarenkorb. Und dieses Modell basiert auf einer grundlegenden Annahme. Die Durchschnittsausgaben im Einzelnen, die spiegeln ja nicht die individuellen Ausgaben. Die individuellen Ausgaben variieren je nach persönlichen Umständen und nach Interessen. Sie sind mal überdurchschnittlich, mal unterdurchschnittlich. Aber die Annahme ist, dass sich diese Abweichungen vom Gesamtdurchschnitt insgesamt saldieren. Das nennt man die Annahme des internen Ausgleichs. Eine Grenze hat die Methode, sie eignet sich insbesondere für Bedarfe, die im Grunde bei jedem anfallen können und die keinen systematischen Preisniveauunterschieden unterliegen. Wir sprechen hier von pauschalierbaren Bedarfen. Prominentes Beispiel für nicht pauschalierbare Bedarfe sind die Kosten der Unterkunft, weil die eben regional ganz stark variieren. Das heißt eben, dass wir ergänzende Leistungen im Einzelfall brauchen, soweit wir das als individualisiertes Konzept sehen. Das Problem entsteht dann aber bei der Kindergrundsicherung und beim Bürgergeld, wenn diese neuen Leistungsarten als Pauschale für den gesamten monetären Bedarf gedacht sind. Also da wird dann auch
vorsichtig nachdenken, dass da niemand runterfällt und vielleicht schlechter dasteht als vorher, wenn zum Beispiel die Kosten der Unterkunft pauschal eingehen. Voraussetzung ist selbstverständlich eine repräsentative Datenbasis. Ich sehe zu der häufig kritisierten Einkommens- und Verbrauchsstichprobe auf absehbare Zeit keine Alternative. Und was ganz wichtig ist, ist die Auswahl der Referenzeinkommensbereiche. Denn das ist entscheidend für das, was rauskommt. Und es stellt sich halt die Frage, bei welchem Lebensstandard ist Teilhabe noch möglich? Und diese Methode, diese Grundfrage kann Statistik allein nicht lösen. Hier ist gesellschaftliche Auseinandersetzung, Diskussion und die Politik gefordert. Schauen wir mal, wie der Status quo aussieht vor dem Hintergrund dieser Anforderungen, die ich hier kurz skizziert habe. Im Status quo ist es so, dass die Politik normativ vorgibt, bestimmte Referenzgruppen, Referenzeinkommensbereiche. Sie wissen sicher, die unteren 15% der Alleinlebenden gelten als Referenzgruppe für die Erwachsenenbedarfe, die unteren 20% der Familien mit einem Kind als Referenzgruppe für die Kinderbedarfe. Diese unteren Gruppen sind freihändig gesetzt. Und nach dieser normativen Vorentscheidung geht es zum statistischen Bereich. Da werden die Durchschnittsausgaben für einzelne Positionen vom Statistischen Bundesamt berechnet und ausgewiesen. Aber letztendlich, die Regelbedarfe werden nicht vom Statistischen Bundesamt berechnet, sondern es geht zurück auf die politische Ebene. Und da wird auf politischer Ebene dann gestrichen. Bestimmte Ausgabenpositionen werden herausgekürzt und aus diesem zusammengestauchten Ausgabenspektrum werden dann die Regelbedarfe berechnet. Und das Problem, die Hauptprobleme an diesem systematischen Vorgehen ist eben, dass bei den Referenzgruppen nicht geschaut wird, ob denn überhaupt Teilhabe möglich ist in diesen Referenzgruppen. Und dass in dem zweiten normativen Bereich gestrichen wird, als ob es sich um einen Warenkorb handelt. Und damit wird diese Grundannahme des statistischen, des internen Ausgleichs massiv verletzt. Hier noch eine ganz kurz ein paar Details. Ein großes Problem beim Status quo ist auch, dass aufstockende und verdeckt arme Haushalte in den Referenzgruppen verbleiben, sodass die Gefahr von Zirkelschlüssen besteht. Und diese hier mal kurz zusammengetragene Liste der gestrichenen Güter lässt eben überhaupt keine nachvollziehbare Begründung für das ganze Vorgehen erkennen. Es sind teilweise Marginalbeträge, teilweise beträchtliche Beträge und der Umfang der Kürzungen ist aber wirklich erheblich. Circa ein Viertel aller Referenzausgaben ohne Kosten der Unterkunft werden rausgekürzt, sowohl bei den Erwachsenen als auch bei den Kinder- und Jugendbedarfen. Und wohin das Ganze führt, will ich mit dieser Folie mal kurz veranschaulichen. Das haben wir mal in einem Projekt auf Basis der EVS 2013 ausgerechnet. Wir haben die Regelbedarfe verglichen mit den entsprechenden, mit den Ausgaben der untersten Einkommensgruppen. Das sind bei den Singles die unteren 5%. Bei den Paaren wegen Fallzahlenproblemen sind es nicht immer die unteren 5%, aber es sind wirklich die untersten Gruppen, die wir finden können und haben gesehen, dass die Regelbedarfe um 100 beziehungsweise hunderte Euro unter dem liegen, was am unteren Rand ausgegeben wird, ohne Kosten der Unterkunft selbstverständlich. Also das sind beträchtliche Beträge, die da herausgekommen sind als Minus. Und die Quintessenz ist einfach, wir finden keine Referenzgruppe nach Ausklammerung der Grundsicherungsbeziehenden, die auf einem so niedrigen Niveau lebt, wie es mit dem SGB II, SGB XII vorgegeben ist. Und damit fehlt für mich eigentlich der Bezug zur Realität. Hier sind, also bei diesen Streichungen sind insbesondere, bei diesen Minusbeträgen sind insbesondere die Kürzungen, die gestrichenen Ausgaben verantwortlich. Kommen wir zurück zu dieser Systematik. Im oberen Bereich ist nochmal der Status quo und darunter habe ich jetzt sozusagen entsprechend das Reformkonzept eingeordnet. Hier muss die Politik am Anfang des Prozesses eine ganz andere Entscheidung treffen. Und zwar soll sie sagen, der maximale Rückstand zur gesellschaftlichen Mitte, bei dem noch Teilhabe denkbar ist aus ihrer Sicht, aus Sicht der Gesellschaft, aus Sicht der politischen Entscheidungsträger. Hier muss klar und transparent gesagt werden, was muten wir den untersten Gruppen zu, wie weit sie sich zurücknehmen müssen, wie weit sie Abstand zur Mitte haben. Das ist die normative Vorentscheidung.
Und dann geht es auf die statistische Ebene. Da wird erstmal geschaut, hier wird jetzt die Referenzgruppe gesucht, sozusagen. Die Einkommensgruppe, für die diese normativen Vorgaben zutreffend sind. Und wenn diese Einkommensgruppe gefunden ist, dann werden die pauschalierbaren Bedarfe summiert, gerechnet, berechnet, und zwar ohne jede Streichungen, sodass hier der interne Ausgleich tatsächlich gewährleistet ist und beachtet ist. Und ein wichtiger Punkt ist meines Erachtens, dass dieses System also sozusagen eine untere Haltelinie hat. Wenn Politik das Grundsicherungsniveau zu weit nach unten drücken will, weil die Abstände zur Mitte sehr groß gesetzt werden und wir dann in den EVS-Daten keinen entsprechenden Einkommensbereich mehr finden, der auf dem niedrigen Niveau lebt, dann heißt das, diese Vorgabe ist verworfen, die ist realitätsfremd. Politik muss ein höheres Niveau definieren, damit das überhaupt noch soziokulturelles Existenzminimum heißen kann, was dabei rauskommt. Wir haben mittlerweile in zwei Projekten diesen konzeptionellen Ansatz sozusagen konkretisiert und haben uns da auf folgende normative Setzung, die ja Politik entscheiden muss, geeinigt. Also die Referenzgruppen sollten sich nicht verschulden müssen, wenn sie ihre laufenden Ausgaben decken. Und die maximalen Rückstände zur Mitte sollten begrenzt sein. Sie sehen das hier, ich muss das nicht wiederholen. Also beim Grundbedarf ist der Rückstand geringer, bei der soziokulturellen Teilhabe mit -40% größer, also schon erheblich. Und das sind jetzt also wirklich nur erste Gedanken, eine gewisse Richtschnur und sollte die Basis sein für eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung. Und die Gutachten enthalten übrigens auch Ergebnisse für andere normative Setzungen. Dann gibt es weitere verschiedene Möglichkeiten der Ausgestaltung im Detail. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Wir haben bei beiden alternativen Varianten diese Normen zugrunde gelegt, aber andere Details anders gesetzt, zum Beispiel die Herausnahme von Zirkelschlusshaushalten. Das kann man verschieden machen, das sind ja Schätzungen. Wir haben die gesellschaftliche Mitte auf verschiedene Art und Weise abgegrenzt. Und wir sind insbesondere bei der Definition der nicht pauschalierbaren Bedarfe, die also extra neben dem Regelbedarf beantragt werden können, etwas unterschiedlich vorgegangen. Also generell bleiben die KDU außen vor, außerhäusliche Kinderbetreuung und Lernförderung. In beiden Varianten haben wir auch den Strombedarf rausgenommen. Der sollte genau wie die KDU die Kosten der Unterkunft und Heizung im Einzelfall geleistet werden. Und in den Projekten für die Diakonie haben wir zudem weiße Ware herausgenommen, Ausgaben für Wohnungsinstandhaltung, Möbel, Fahrräder und so weiter. Also da kommt in dem Projekt, was wir für die Diakonie erarbeitet haben, eben wesentlich mehr an Einmalleistungen zu, als zum Beispiel beim Projekt für die Grünen. Da wurden die pauschalierbaren Bedarfe wesentlich breiter abgegrenzt. Und das ist jetzt, was da so herauskommt, ganz kurz. Die grünen Balken sind das, was beim Projekt für die grüne Bundestagsfraktion rausgekommen ist. Die lila Balken sind das Ergebnis für die Diakonie. Und Sie sehen eben, dass insbesondere bei den Erwachsenenbedarfen, bei der grünen Variante wesentlich mehr rauskommt. Das ist eben der Effekt der pauschalierbaren Bedarfe, die da weiter abgegrenzt sind. Das heißt, beim Diakonie kriegt der Alleinlebende oder die Alleinerziehende noch mehr an Einmalleistungen im Bedarfsfall. Bei den Kindern sind die Unterschiede geringer. Da wirkt sich auch kompensierend aus die unterschiedlichen Abgrenzungen der gesellschaftlichen Mitte. Bei dem grauen Balken sehen Sie den Status quo und Sie sehen, dass bis auf die Kinder unter 6 Jahren die Abstände der Reformumsetzung wesentlich sind, wobei man sagen muss, dass diese Differenzen zum Status quo ja noch unterschätzt sind, weil zum Beispiel die Ausgaben für Strom im Regelbedarf drin sind, aber bei beiden Reformprojekten nicht.
Also die Differenzen werden im Prinzip unterschätzt und deswegen habe ich hier noch mal kurz aufgeführt, wie sich das für das Diakonieprojekt darstellt, wenn wir den Regelbedarf vergleichbar abgrenzen, also dort auch die Stromkosten rausnehmen würden und gewisse andere Einmalleistungen, die für im Reformprojekt dazukommen. Und da sehen Sie bei Erwachsenenbedarfen eine Differenz, das ist dieses Helllila von 183 Euro, bei den Kindern und Jugendlichen immerhin von etwa 70 Euro, außer bei den Kindern unter 6 Jahren. Die sind bei der letzten Regelbedarfsermittlung durch eine recht gut gestellte Referenzgruppe quasi nahezu gleich auf mit dem, was bei uns in den Projekten rausgekommen ist. Das sind die Höherbeträge im Fall des Diakonieprojektes. Und jetzt möchte ich wegen der Aktualität doch noch auf die Fortschreibungsregel kommen. Wir haben das Problem der Inflation im Moment, das habe ich schon angesprochen. Die trifft den unteren Einkommensbereich besonders hart. Sie kennen die ständig steigenden Preisniveau-Indizes, die das Statistische Bundesamt veröffentlicht. Wir sind im Mai jetzt bei 11,1% gegenüber dem Mai 2021. Beim Strom sind wir bei 21,5% Preissteigerung gegenüber dem Mai vom Vorjahr. Und diese beiden Positionen zusammen machen schon etwa 40% vom Regelbedarf aus. Insgesamt ist aber der regelbedarfsrelevante Preisindex geringer, als was für den allgemeinen Preisindex herauskommt. Denn die Steigerungen bei Benzin und Diesel gehen nicht ein, weil der Regelbedarf ja ohne diese Ausgaben definiert ist. Und die gestiegenen Kosten für Heizung gehen nicht ein, weil ja KDU neben dem Regelbedarf sozusagen erstattet wird. Aber immerhin haben wir schon im letzten Jahr eine Erhöhung des regelbedarfsrelevanten Preisindex um 2,3% gehabt. Für dieses Jahr wissen wir ja noch nicht, was rauskommt. Aber ich habe mal einfach eine ganz vorsichtige Fortschreibung gemacht von dem Märzniveau aus. Also ich habe das Preisniveauindex vom März 2022 quasi konstant gesetzt und dann über das ganze Jahr sozusagen bin ich gekommen auf einen Preisindex von 4%. Das ist mittlerweile schon wieder überholt. Also wir bewegen uns sicher schon auf die 4,5% hin. Und dann habe ich mal geschaut, was das dann heißt. Also was eigentlich die Haushalte eigentlich als Inflationsausgleich kriegen müssten. Das war für das letzte Jahr, waren das schon 123 Euro. Für dieses Jahr sind es jetzt schon über 217 Euro. Tendenz steigend, wie gesagt. Die Berechnung ist schon gar nicht mehr aktuell. Und das Problem ist einfach, dass unsere Dynamisierungsregel laut SGB 12 rückwärts gerichtet ist. Und zwar die Anpassung erfolgt für einen 12-Monats-Zeitraum, der schon ein halbes Jahr vor dem Anpassungszeitpunkt endet. Und da kam für 2022 diese 0,76% heraus. Und das ist natürlich viel zu wenig, wenn wir sehen, wie sich die Preise gerade entwickeln. Und das steht auch in völligem Kontrast zu dem, was das Bundesverfassungsgericht in beiden entscheidenden Urteilen gefordert hat, 2010 und 2014, nämlich auf Preissteigerungen oder auch plötzliche Mehrwertsteuererhöhungen oder sowas, Preissteigerungen zeitnah zu reagieren, damit das soziokulturelle Existenzminimum zu jeder Zeit gesichert ist. Und dann haben wir das weitere Problem für Grundsicherungsbeziehende, dass wir immer noch pandemiebedingte Kosten berücksichtigen müssen. Jetzt hat die Bundesregierung ja dem mit Einmalzahlungen entgegentreten wollen. Und wenn wir jetzt aber mal schauen, wie hoch diese Einmalzahlungen sind im Vergleich zu dem, was eigentlich ein inflationsbedingter Ausgleich erfordert, so sehen Sie hier, ich muss das jetzt nicht im Einzelnen ausführen, Sie wissen, für Erwachsene ist wegen der Inflation 100 Euro, sind 100 Euro für Juli, glaube ich, vorgesehen, der Kinderbonus von 100 Euro. Wenn wir das abziehen von den inflationsbedingten Fehlbeträgen, die ich vorher für 2021 und 2022 ausgerechnet habe, dann bleibt ein Fehlbetrag für beide Jahre von 240 Euro für die Erwachsenen und für ebenfalls sehr beträchtliche
Euro-Beträge für die Kinder zwischen 116 und 185 Euro. Das ist also für eine Familie sehr viel Geld, was einfach durch die Inflation aufgefressen wird und auch durch dieses sogenannte Entlastungspaket nicht aufgefangen wird. Und hinzu kommen, müssen wir immer wieder dran denken, die Corona-bedingten Mehrbelastungen, da hat es zwar in 2021 150 Euro gegeben, 2022 100 Euro, allerdings nur für Erwachsene. Und wenn wir das jetzt mal, diese 250 Euro, umrechnen auf 28 Monate Inflation, also von März 2020 bis Ende Juni diesen Jahres, dann kommen wir auf knapp 9 Euro pro Monat. Und ob das reicht, um Masken, Hygieneartikel, Tests und so weiter zu begleichen, ist sehr zweifelhaft. Also da bleibt wahrscheinlich auch noch eine Zusatzbelastung hängen bei den betroffenen Familien. Und das sollten wir im Blick behalten. Und deswegen bin ich der Meinung, dass wir insbesondere für die inflationäre Entwicklung jetzt eine zeitnahe und unterjährige Anpassung an Preissteigerungen brauchen. Sie müsste gesetzlich verankert werden, denn wir haben ja gesehen, dass bei Ad-hoc-Einmalzahlungen die Gefahr besteht, dass sie sind erstens intransparent und zweitens kommen sie meistens zu spät und sind nicht hinreichend. Und diese zeitnahe Anpassung ist aufgrund der kontinuierlichen Preisstatistik des Statistischen Bundesamtes meines Erachtens ziemlich einfach möglich. Und ein weiterer Gedanke ist auch die Jahresfortschreibungsregel, die ja damit nicht vom Tisch ist, dahingehend zu reformieren, dass man sagt, die Fortschreibungsregel darf nicht hinter der Preisänderungsrate zurückbleiben. Denn wir haben ja jetzt den Mischindex. 70% des Index basiert auf der Preisentwicklung, für 30% des Index basiert auf der Lohn- und Gehaltsentwicklung, die ziemlich weit zurückliegt, weil sie VGR-basiert ist und die Zahlen immer so spät kommen. Und da kann es passieren, dass dieser Mischindex dann geringer ist, als was durch die unterjährige zeitnahe Anpassung an Preissteigerungen rausgekommen ist. Und deswegen sollte man diesen Paragraphen meines Erachtens ändern, dass wir da auch eine Untergrenze haben für diesen Mischindex. Ja, Sie sehen, wir haben eine Agenda im Vorfeld dieser strukturellen Reform, die die Koalition vorhat, und zwar nicht nur für die Regelbedarfsermittlung, sondern eben auch für die Fortschreibungsregel. Und damit bin ich am Ende. Hier sind noch Hinweise zu den Gutachten, wer sich da ein bisschen näher informieren will und da reinschauen will. Die meisten sind, die für die Diakonie sind online erhältlich. Das Gutachten für die Grünen ist leider von den Grünen nicht veröffentlicht worden, aber ich darf es weitergeben. Das heißt also, jeder kann sich an mich wenden und das bekommen. Und damit danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank von meiner Seite, Irene Becker, für den wirklich interessanten Vortrag, der, glaube ich, eine ganz gute Grundlage gelegt hat jetzt für eine Diskussion. Wir sind jetzt noch, wie gesagt, bei der Grundsicherung im engeren Sinne, werden das Feld nachher weiten, haben jetzt etwa eine Viertelstunde Zeit für Fragen hier. Wir haben zwei Saalmikrofone, die wir jetzt vielleicht nicht unbedingt für uns hier drin brauchen, aber die wir brauchen für die Leute, die uns online zugeschaltet sind, dass die uns gut verstehen können. Bitte einmal per Handzeichen melden, dann kommt das Mikrofon und dann bitte doch einmal so freundlich sein und sich vorstellen. Gut, der Raum ist offen für Fragen. Bitte schön. Genau, ja, Lennart Jacobi, hallo. Und zwar mein Hintergrund wäre Verwaltungswissenschaften als Studium fertig. Deswegen weiß ich nicht, ob das 100% reinpasst, aber sind ja dabei. Deswegen sind denn, wenn das jetzt passt, bei der Grundsicherung auch für Verwaltungen irgendwelche Herausforderungen oder Möglichkeiten, die Sie da sehen, indem das, ja, je nachdem wie das gestaltet wird, indem man da eben mehr Aufgaben hat auf lokaler Ebene oder weniger. Wie ist da der Stand der Forschung? Frau Becker, ich würde jetzt gleich an Sie weitergeben. Momentan gibt es noch keine andere Frage, ja. Dann haben Sie Zeit dafür. Ja. Also hinsichtlich der Neuermittlung für die Verwaltung,
Wenn da ein höherer Betrag rauskommt bei der reformierten Berechnung, dann ist das für die Verwaltung im Prinzip kein Problem. Ein Problem entsteht oder Mehraufwand entsteht, wenn etliche Güter wie weiße Ware und so weiter aus dem Regelbedarf herausgenommen werden und im Einzelfall bei Bedarf gewährt werden müssen. Da kommen Anträge, das ist ein höherer Verwaltungsaufwand. Wenn der Strom sozusagen aus dem Regelbedarf rausgenommen wird und im Einzelfall ersetzt wird, erstattet wird, denke ich, das hat für die Verwaltung keine Probleme, denn das funktioniert ja bei den Kosten der Unterkunft und Heizung genauso. Und Strom, das sind Abschläge, die die Menschen zahlen müssen und nur einmal im Jahr kommt dann die Gesamtabrechnung. Also ich denke, das ist wenig aufwendig. Aufwendig ist, wenn jede Waschmaschine, jeder Kühlschrank und so weiter beantragt werden muss. Aber ich denke, im Sinne der wirklichen Deckung des Existenzminimums macht das Sinn, weil dieses Ansparmodell ist eigentlich unrealistisch. Ja. Die Beträge, die für die Waschmaschinen und Kühlschränke und so weiter drin sind, die sind so gering, da muss man, ich weiß nicht, 16 Jahre ansparen. Und insbesondere bei den jetzigen Regelbedarfen ist es mit der Ansparfiktion völlig unrealistisch. Deswegen denke ich, dieser Zusatzaufwand ist zumutbar und sinnvoll. Vielen Dank. Gut. Ja, vielleicht noch zur Kindergrundsicherung und Bürgergeld. Da gibt es natürlich noch ganz andere Fragen. Das war jetzt nicht so mein Thema, aber da gibt es andere Fragen für die Verwaltung mit der Berechnung der Höhe, weil das ja Sachen sind, die automatisch abgeschmolzen werden. Da gibt es aber schon ziemlich viele Projekte auch, wo sowas getestet wird. Ich denke, im Zeitalter der Digitalisierung und eines Datenaustausches, zum Beispiel zwischen Finanzamt und Bürgergeldstelle, müsste das auch ziemlich reibungslos möglich sein. Gut, dann vielen Dank dafür. Nächste Frage hier vorne, Klaus. Klaus Schäfer, genau. Mitherausgeber des Sammelbandes. Irene, Ermittlung des Regelbedarfssatzes ist eines der Hauptprobleme, zweifellos. Darum hast du dich eben bemüht. Aber ein anderes großes Problem ist die riesige Dunkelziffer bei der alten und vielleicht auch bei der neuen Grundsicherung, wenn sich über die bekannten Antragshürden, soziale Scham, einen Antrag zu stellen, Unkenntnis, nichts ändert. Hättest du zur Verminderung der Dunkelziffer noch Anregungen? Ja, vielen Dank. Ja, also da muss man gucken auf die Gründe für die verdeckte Armut. Die Gründe sind sehr vielfältig. Das ist teilweise sogar Unwissen, ja, dass man seine Ansprüche gar nicht kennt. Das ist, wie du gesagt hast, häufig Scham. Das wissen wir auch aus qualitativen Studien, dass zum Beispiel sogar Familien die Lernförderung nicht in Anspruch nehmen, weil sie sich dann outen müssen, da als Grundsicherungsbeziehende und so weiter. Manchmal ist es auch der Aufwand, der bürokratische Aufwand zu groß und da gibt es eben entsprechend viele Ansatzpunkte. Also diese Verminderung von Stigma, das ist sozusagen, ja, da kommt es auf den Tonfall in dieser Gesellschaft an und auf eine Grundeinstellung der Menschen und da muss man dran arbeiten, argumentativ, wie heute Morgen Frau Kohlrausch das auch so schön gesagt hat. Jeder kann in die Situation kommen, auf Grundsicherung angewiesen zu sein, aufstocken zumindest. Und das sollte immer wieder vermittelt werden, dass das jeden treffen kann und dass das absolut überhaupt kein Problem ist, die Gesellschaft dann in Anspruch zu nehmen. Dazu hat man ein Recht. Das muss vermittelt werden. Die Einstellung der Menschen untereinander sollte ja bearbeitet werden, sagen wir mal, immer wieder argumentativ. Die bürokratischen Hürden könnten, glaube ich, gesenkt werden, insbesondere auch in diesem Online-Zugangsgesetz ist ja auch vorgesehen, dass immer mehr Verwaltungsabläufe online abgewickelt werden können. Wenn man da weiter käme, dass man nicht ständig hin muss, also das ist ja für Aufstockende ein ganz großes Problem, ein Zeitproblem einfach. Ja? Die haben einerseits ihren Job. Wenn ich alleinerziehend bin zum Beispiel, habe ich einen Teilzeitjob, muss mich um mein Kind kümmern und dann soll ich auch noch zum
Jobcenter, um die aufsteigenden Leistungen zu beantragen. Also ich glaube, da ist noch viel Spielraum drin, dass die bürokratischen Hürden abgeschafft werden und vielleicht auch bestimmte Details einfach nicht mehr so die Rolle spielen für den Zugang. Also wir haben ja im Zuge der Pandemie auch bestimmte Vereinfachungen im Verfahren bei der Anspruchsprüfung und ob man nicht dabei bleiben sollte. Also eine vereinfachte Vermögensprüfung, dieses Problem, sind die Kosten der Unterkunft angemessen? Da haben wir jetzt die Übergangslösung der Angemessenheitsfiktion, ob man nicht da auch Hürden, bürokratische Hürden abbauen könnte. Also ich denke, da kann man einiges machen und Aufklärung immer wieder darauf hinweisen, es ist ein Grundrecht, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe mich jetzt mal selber auf die Rednerliste gesetzt und danach geht es mit Per Rosenthal weiter. Mich würden noch ein paar Stichworte zum Thema Schonvermögen interessieren, weil das ja auch ein ganz relevanter Punkt ist. Was muss man eigentlich alles erst verbrauchen? Welche Güter muss man gegebenenfalls auch erst verkaufen, bevor man denn überhaupt Ansprüche auf solche Leistungen hat? Wenn Sie dazu vielleicht noch kurz irgendwie ein paar Sätze sagen könnten. Ja, das Schonvermögen betrifft ein bescheidenes Einfamilienhaus sozusagen, wobei immer die Frage ist, was bescheiden ist. Also es muss nicht in jedem Fall sofort verkauft werden. Für Erwerbstätige gehört der PKW auch zum Schonvermögen, für Nicht-Erwerbstätige nicht. Die müssen also erstmal ihr Autochen verkaufen. Ansonsten gibt es auch von den Geldvermögensbeträgen einige Summen, die außen vor bleiben, also insbesondere ein Teil des Alterssicherungsvermögens, Betriebsrenten, Lebensversicherung oder eben auch insbesondere die Riester-Rentenansprüche und so. Sowas wird bis zu relativ hohen Beträgen und altersabhängig verschont von der Verwertung, von der Vorabverwertung. Und dann gibt es eben noch so einen Freibetrag für notwendige Anschaffungen, alltägliche Anschaffungen. Das variiert, ich glaube, das sind 900 Euro und dann für jedes Haushaltsmitglied. Also da sind auch noch ein paar Beträge frei von dem Verwertungszwang sozusagen, aber das sind geringe Beträge. Das Problem ist, glaube ich, im unteren Einkommensbereich haben wir ganz wenig Anspruchsberechtigte, die überhaupt über solche Vermögen verfügen. Also ich glaube, es spielt nicht so die Rolle, aber man könnte da großzügiger sein. Ich habe ja eben schon angedeutet, man ist ja im Zuge der Corona-Pandemie dazu übergegangen, die Vermögensprüfung zu vereinfachen. Und da sollte man, man sollte vielleicht drüber nachdenken, das ganz wegzulassen, obwohl das auch wieder Gerechtigkeitsprobleme mit sich bringt. Also ich denke, ganz weglassen kann man es nicht. Es gibt ja durchaus Menschen, die haben ein riesiges Vermögen und nur eine kleine Rente und kein geregeltes Einkommen, können aber von ihrem Vermögen recht gut leben. Also da muss es schon eine gewisse Grenze geben, aber man sollte da unbürokratischer und großzügiger sein. Wenn wir ein gewisses Schonvermögen haben, dann gibt es ja auch vielleicht weniger Anträge auf, ich brauche jetzt eine Waschmaschine. Ja, wenn ich da noch ein gewisses Polster haben darf, dann würde ich das wahrscheinlich auch eher dann in Anspruch nehmen als den Verwaltungsaufwand, das beim Amt extra zu beantragen. Also da ist Vereinfachung möglich, aber ich glaube, ganz abschaffen kann man es nicht. Ja, vielen Dank. Dann darf ich das Mikrofon bitte einmal hier nach vorne. Per Rosenthal, Arbeitnehmerkammer Bremen. Frau Dr. Becker, vielen Dank für den Vortrag und für die wertvolle Arbeit, die Sie in dem Bereich machen. Ich habe eine vielleicht etwas weiterführende Frage, weil als ein weiteres Ausgleichsinstrument in Zeiten steigender Energiepreise wird ja auch über Pro-Kopf-Klimageld debattiert. Gibt es da schon Überlegungen, wie sich solch ein Instrument eigentlich in die Logik der Grundsicherung einfügen würde, weil Sie ja eben auch nochmal dargestellt haben, dass die Kosten der Unterkunft, und dazu zählen ja auch die Heizkosten, sozusagen spitz abgerechnet werden und komplett erstattet werden. Also inwieweit sind Pro-Kopf-Klimageld und dieser Teil der Grundsicherungslogik eigentlich kompatibel? Ja, eigentlich würde ich sagen, ist das nicht so ganz kompatibel. Wie Sie schon gesagt haben, das Klimageld
ist gedacht zur Entlastung von Haushalten, die eben die Preisentwicklung voll sozusagen abkriegen, also vollkommen davon betroffen sind. Und wenn ein Teil der Probleme abgefedert werden durch die Übernahme der Heizungskosten insbesondere, dann passt das eigentlich nicht so wirklich zusammen. Es gibt ja jetzt zum Beispiel diese 300 Euro für jeden Erwerbstätigen, die dann versteuert werden müssen, ne? Das war doch im Entlastungspaket drin. Und das betrifft ja nun eigentlich auch aufstockende Erwerbstätige. Und da gibt es aber im Moment noch keine Entscheidung auf der Regierungsebene, ob dieses Geld angerechnet wird auf die Grundsicherung oder nicht, oder ob die das auch bekommen. Also da ist man sich noch unsicher im BMAS, wie das zu handhaben ist. Und ich bin mir da jetzt auch unsicher, wie man das Klimageld da einbauen könnte. Ich wäre schon dafür, dass sie es auch kriegen, denn die Realität sieht ja so aus, dass insbesondere Erwerbstätige auch auf ihr Auto angewiesen sind, also aufstockende BezieherInnen, und das sind ja immerhin ein Drittel, glaube ich, aller Grundsicherungsbeziehenden. Und die sind auch von den Fahrtkosten betroffen, obwohl der Regelbedarf da nichts vorsieht. Ja. Und die sind da also besonders hart getroffen. Es ist schwierig, weil der Regelbedarf so komisch konstruiert ist. Und bestimmte Dinge einfach rausgestrichen werden, wie zum Beispiel eben Diesel- und Spritkosten, obwohl faktisch viele Menschen diese haben. Ja. Man kann sich ja auch mal ein Auto mieten oder leihen vom Nachbarn, wenn man es unbedingt braucht. Man darf kein eigenes haben. Da braucht man dann auch Geld für Sprit und Diesel. Und von daher, ich denke auch, die Kosten für einen ÖPNV werden eventuell steigen, es sei denn, man ändert die ganze Mobilitätspolitik und geht zu dem 365-Euro-Jahresticket über. Das kommt darauf an, wie andere Bereiche sich entwickeln, wie zum Beispiel im ÖPNV die Preise. Deswegen weiß ich noch nicht so recht, bin ich mir unsicher, wie das dazu passt. Gut, vielen Dank. Dann gibt es hier noch eine weitere Frage. Ja. Martin Steiger. Frau Becker, ich hätte noch eine Frage. Im Grunde gibt es ja eigentlich kein Erkenntnisproblem. Also Sie haben das ja schon länger veröffentlicht, die Geschichten. Es gibt ja auch vom Paritätischen Wohlfahrtsverband, gibt es ja auch eine Berechnung, die kommt, glaube ich, in einer ähnlichen Größenordnung dabei raus. Die für mich spannende Frage wäre, wie bringt man den sozialpolitischen Akteuren und Akteurinnen bei, dass sie im Grunde genommen das richtig ausgerechnet haben und dass man das doch bitte irgendwann auch in Gesetzesform gießen sollte. Wir haben das ja eigentlich, seit es das SGB II gibt, also seit 2005 wahrscheinlich, hat man sogar schon in der Sozialhilfe, da war ich aber noch zu klein, das weiß ich nicht mehr. Haben Sie da irgendeine Idee, also wie man die Erzählung so gestaltet, dass Ihnen nicht nur hier Fachleute zuhören, sondern dass auch die Politik, die natürlich auch Fachleute sind, das Ganze dann in absehbarer Zeit in Gesetzesform gießen? Das würde mich interessieren, wie man es vermittelt. Ja, das ist eine sehr, sehr wichtige Frage, denke ich mal. Also ich glaube, auf politischer Ebene gibt es genug Fachleute, die durchschauen das durchaus. Im Ministerium sitzen Fachleute, die durchschauen die Systematik. Die kennen auch mittlerweile die Systematik der Reformvorschläge. Ich glaube, da ist eigentlich auch kaum noch ein Erkenntnisproblem, jedenfalls in den Abteilungen, die sich mit der Regelbedarfsfestsetzung beschäftigen. Ja. Das Problem sind meines Erachtens die politischen Mehrheiten, die wir haben. Ja. Es fehlt der Wille, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Also es kommt ja immer sofort die Frage, ja und wer soll das bezahlen? Wie soll das finanziert werden? Wenn, solange wir meinen, wir dürfen an keiner Stelle des Steuersystems irgendwie schrauben, um mit Mehreinnahmen für den Sozialstaat zu bekommen, kommen wir hier auch nicht weiter. Wir können keine Verbesserung der Grundsicherung erreichen zum Nulltarif und das muss vermittelt werden. Aber im Moment sehe ich kaum Möglichkeiten, weil es geblockt ist, insbesondere durch den Finanzminister.
Der hat sich ja auch schon zu der Äußerung von Herrn Heil dahingehend geäußert. Ich bin jetzt mal gespannt auf die Finanzierungsvorschläge. Herr Heil hat ja vorgeschlagen 40 bis 50% mehr. 40 bis 50 Euro mehr. Das wären ungefähr 10% vom Erwachsenenregelbedarf. Er hat da aber auch ganz Merkwürdiges gesagt. Wir würden dann statt der Referenzgruppe der unteren 20% die der unteren 30% nehmen. Da hat er irgendwie völlig vernachlässigt, dass wir ja bei den Erwachsenenbedarfen gar nicht die Familien nehmen, sondern die Alleinlebenden und da die unteren 15%. Also deswegen war für mich die Aussage von Herrn Heil da völlig irritierend, was das jetzt soll. Ich denke, wir müssen bei allen solchen Reformen einen unheimlich langen Atem haben und nicht nachlassen und immer wieder argumentieren. Ich glaube, das neue Modell, das Reformmodell ist jetzt immerhin angekommen beim BMAS. War neulich auf einer Tagung, da war ein Vertreter vom BMAS, hat nach mir gesprochen, er hat mich nicht angegriffen mit dem Modell, das fand ich schon mal ganz spannend, aber kurzfristig sehe ich einfach wegen der politischen Mehrheitsverhältnisse keine Chance, in dem Punkt weiterzukommen. Es gibt ja auch noch das Argument, wir brauchen die Streichungen unbedingt, weil wir sonst bei jeder Regelbedarfsermittlung uns nach oben schaukeln. Wenn wir dann wieder die Grundsicherungsbeziehenden rausnehmen, dann kommen wir weiter an die Mitte. Und dieses Argument wird auch aus der Wissenschaft vorgebracht gegen die These, es darf keine Kürzungen aus den Referenzausgaben geben. Aber da muss man darauf hinwirken, in diesem Reformmodell passiert das eben gerade nicht, dieses Hochschaukeln, weil nämlich nicht die Referenzgruppe festgelegt ist, sondern der Abstand zur Mitte ist festgelegt. Und wenn sich die Verteilung ändert und die bei der Folienermittlung zugrunde gelegte Referenzgruppe weiter an die Mitte reicht, dann kann man die Referenzgruppe ändern und weiter das Niveau halten, was politisch gewünscht ist. Also ich glaube, hier muss man einfach immer wieder auch die Öffentlichkeit erreichen. Ja, ist genau wie mit der verdeckten Armut. Ich sehe keine andere Möglichkeit. Ein Weg wäre natürlich nochmal über das Bundesverfassungsgericht zu gehen. Ja, man kann entweder gehen über Aufklärungsarbeit und Argumentation und versuchen, dass die Mehrheitsverhältnisse sich ändern, oder auf den Gerichtsweg sich verlassen. Aber da bin ich auch sehr skeptisch. Es gibt KollegInnen von mir, von juristischer Seite, die sehen da durchaus eine Chance. Und möglicherweise gibt es auch noch mal eine Vorlage beim Bundesverfassungsgericht, aber es gibt natürlich keine Garantie, dass das Bundesverfassungsgericht dem folgt. Nur vieles, was wir jetzt argumentativ haben, gab es bei den Urteilen 2010 und 2014 noch nicht. Da gab es nur die Kritik. Da gab es aber noch keinen Reformentwurf. Von daher war das Bundesverfassungsgericht in seinen Äußerungen eigentlich immer geprägt von dem, ja, eigentlich muss der interne Ausgleich funktionieren, aber andererseits muss der Staat natürlich auch einen Entscheidungsspielraum haben und so weiter. War da hin und her gerissen. Wenn die jetzt sehen, es geht auch ein anderer Weg, es gibt auch einen anderen Weg, vielleicht würden sie dann auch ein bisschen anders entscheiden. Aber also mehr Möglichkeiten sehe ich nicht, als wirklich viel Öffentlichkeitsarbeit zu machen und eventuell nochmal den Rechtsweg zu beschreiten. Ja, vielen Dank. Gibt es momentan hier noch weitere Fragen an? Ja, einmal da hinten bitte. Ja, schönen guten Tag, Frau Becker. Vielen Dank auch nochmal für Ihren Beitrag. Ich komme aus einer ziemlich fachfremden Richtung und habe deswegen nochmal kurz eine Einordnungsfrage. Und zwar, was wäre denn jetzt ungefähr der anteilige Mehraufwand, finanzielle Mehraufwand für den Sozialstaat, um Ihre Vorschläge umzusetzen? Und inwiefern, also genau, ich ordne das gerne für mich ein, gerade weil der Staat ja in letzter Zeit gerade unser Finanzminister schöne Beispiele gibt in Form von Lufthansa-Rettung oder Gazprom-Rettung in Deutschland mit 9 Milliarden und dann kann man das ganz gut vergleichen, finde ich. Ja, ich kann die Frage leider nicht so beantworten, also so genau auszurechnen, was sowas kosten würde, ist sehr schwierig. Das müsste man in einem größeren Projekt nochmal machen. Es geht ja nicht nur um diejenigen, die jetzt Grundsicherung beziehen, sondern es geht ja um die, die sozusagen als neue Anspruchsberechtigte dann auch hineinwachsen. Ja, wenn wir das Grundsicherungsniveau erhöhen, haben wir wesentlich mehr Anspruchsberechtigte.
Und das abzuschätzen kann man nur mit einer Verteilungsanalyse sozusagen, eine Mikrosimulation machen, und das könnte man machen. Aber Sie können davon ausgehen, dass es doch im zweistelligen Bereich ist, im hohen zweistelligen Bereich sein wird, denke ich mal. Es kommt natürlich darauf an, ob man wirklich diese normativen Setzungen nimmt oder ob man da noch ein bisschen moderater ist, als was ich vorgeschlagen habe. Aber jedenfalls Peanuts sind das nicht, was da der Sozialstaat aufbringen müsste, aber im Vergleich zu anderen Dingen, was so gestemmt wird, denke ich, ist das machbar. Aber ich denke auch, ohne irgendwo am Steuersystem etwas zu ändern, sei es im obersten Bereich der reichen Steuer nochmal eine Progression einzuführen, dadurch den Höchststeuersatz heraufzusetzen und eine Vermögenssteuer einzuführen, dann wäre das im Prinzip kein Problem zu finanzieren. Und es gibt ja viele Berechnungen vom DIW zum Beispiel, was solche Steuerreformen bringen würden. Das ist also beträchtlich. Also ich sehe da keinen Hinderungsgrund, aber es ist nicht so wenig, was das mehr kosten würde, dass man jetzt sagen könnte, das sparen wir einfach irgendwo anders ein. Das halte ich für schwierig. Ich wüsste jetzt nicht genau wo, ja. Aber da bin ich finanzpolitisch vielleicht nicht so ganz auf der Höhe. Vielleicht gibt es auch Einsparmöglichkeiten, aber jedenfalls, das ist eine zweistellige Milliardenhöhe bestimmt. Ja, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Gut, wenn dem nicht so ist, dann vielen Dank, Dr. Irene Becker. Es war wie immer äußerst interessant.